Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie noch auf eine kleine Runde einladen zu dem Thema Multikanal, die perfekte Verbindung von Inhalten und Geschäftsprozessen. Und darf Ihnen, Achtung, das ist eine Werbeveranstaltung, jetzt trete ich auf in meiner Eigenschaft als Vorstandsmitglied eines sehr innovativen westdeutschen Technologieunternehmens mit dem Namen ITX. Wir sind mit dem Thema ECM und Customer Service schon seit sehr langer Zeit unterwegs. Wir haben noch zu Zeiten, wo die E-Mail in der Kommunikation zwischen Verbrauchern und Kunden und Unternehmen keine besonders große Aufmerksamkeit hatte, haben wir schon lernfähige E-Mail-Lösungen für sehr große Unternehmen, wie beispielsweise eine Commerzbank, eine Dresdner Bank, die es damals noch gab, Volkswagen, Samsung, IKEA, das sind alles Unternehmen, die Technologien von ITX einsetzen, um die Verarbeitung von textbasierten, schriftbasierten Kommunikation, von schriftbasierter Kommunikation zwischen Konsumenten und dem Unternehmen zu optimieren. Und ich weiß nicht, ob Sie es kennen, der tut nicht. Irgendwas mache ich falsch. Nix, viel Spaß. Ah. So, und ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wir haben immer so eine schöne Plakataktion, die wir einmal im Jahr machen. Und in diesem Jahr lief diese Aktion über berühmte Irrtümer. Wir haben da ganz viele von, wenn Sie Interesse haben. Wir haben noch genug übrig, schicke ich Ihnen die gerne zu. Und ich habe hier ein paar Beispiele mitgebracht, die ich sehr interessant finde. Zum Beispiel dieses hier von Bill Gates, ein ganz schöner Irrtum aus dem Jahr 1981. Aber auch hier ist ein sehr schöner Irrtum aus dem Jahr 1979. Ich glaube, einen Irrtum habe ich Ihnen nicht mitgebracht. Doch, der ist dabei. Das ist mein Lieblingsirrtum. Dieser Irrtum wurde ausgesprochen von dem damaligen CEO der Firma Nokia, und zwar exakt 2 Jahre, bevor Steve Jobs das iPhone in den USA vorstellte zum ersten Mal. Und bei einer Pressekonferenz wurde der damalige CEO von Nokia gefragt, ob er denn ein Angebot machen wollte, wie man vom Handy, so, das hieß ja damals noch Handy, Sie erinnern sich, das hieß ja nicht Smartphone, wie man denn das Handy internetfähig machen könnte, um dann von unterwegs aufs Internet zu greifen würde, woraufhin er sinngemäß antwortete, wenn Sie mir erzählen, wie ich dann eine Wertschöpfung, also eine zahlbare Wertschöpfung daraus generieren kann, dann will ich Ihnen gerne folgen, ich sehe die aber nicht. Und das ist mein Lieblingsirrtum, der hat Nokia, glaube ich, sehr, 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 sehr viel Geld gekostet. Ja, tatsächlich ist es so, dass der digitale Wandel die Unternehmen natürlich sehr stark beschäftigt. Wir als Verbraucher haben es sehr einfach. Wir kaufen uns die neuesten Endgeräte, wir laden uns unsere Musik aus dem Internet, wir teilen sie mit unseren Freunden, wir schicken mal eben eine Nachricht, tauschen Informationen und Dateien aus. Die Unternehmen haben es ungleich schwerer, dieser Geschwindigkeit in dem digitalen Wandel zu folgen. Meiner persönlichen Meinung nach ist es unmöglich, dass die Unternehmen à jour sind, also gleich auf mit den Konsumenten in Bezug auf den Austausch von Kommunikation. Und ich persönlich glaube, dass es noch in dieser Dekade ein Big Bang geben wird. Also es wird einen großen Schritt geben hin zu einer vernetzten Kommunikation zwischen Unternehmen und den Verbrauchern. Und wir wissen, es gibt einige Beispiele, auch wenn ich es immer ungern nenne, aber Amazon ist ja so ein Beispiel, die tatsächlich in der Lage ist, wirklich weit über 90% ihrer Geschäftsprozesse komplett automatisch, ohne das Zutun von Menschen, in Echtzeit mehr oder weniger abzuwickeln. Und wir sind es ja auch gewohnt, denken Sie mal zurück, wenn wir hier vor 10 Jahren gestanden hätten, vor 10 Jahren haben die Leute noch darüber geredet, kaufst du deine Dinge im Internet ein? Ja, bist du verrückt? Dann geht ja dein Geld verloren. Ja? Also erinnern Sie sich wirklich daran, was wir für Vorbehalte hatten und was in den letzten 10 Jahren passiert ist. Interessant beim digitalen Wandel finde ich, dass das Volumen der Telefonate zwischen Konsumenten und Unternehmen gerade massiv abnimmt. Bei dieser Befragung von 170 Entscheidern im Bereich Customer Service in Deutschland, Österreich und in der Schweiz sind 55% der befragten Entscheider davon ausgegangen, dass in den kommenden 5 Jahren das Telefonvolumen um mehr als 25% sinken wird. Noch heftiger ist der Ausschlag im Bereich des Posteingangs, auch wenn das Dokument immer
immer häufiger oder sehr häufig in der Vergangenheit für tot erachtet wurde, muss ich das sagen, die Entscheider gehen hier davon aus, mit knapp 50%, dass in den kommenden 5 Jahren das Papiervolumen im Posteingang um mehr als 50% sinken wird. Interessant an dieser Infografik finde ich, dass die befragten Abteilungsleiter und Bereichsleiter davon ausgehen, dass es eine Migration des Papier- und telefonbasierten Kommunikationsanteils zwischen uns Verbrauchern und den Großunternehmen oder Unternehmen im Allgemeinen gibt, hin zu Mobile Apps, also der App-Economy, und Self-Services, also Systemen, die wir im Internet bedienen und wo wir auf Knopfdruck das, was wir eigentlich haben wollen, erledigt wissen. Mit genau diesen Technologien und der dahinterliegenden optimalen Durchführung von textbasierten Geschäftsprozessen beschäftigt sich die ITX, und ich habe Ihnen ein kleines Filmchen mitgebracht, was das so ein bisschen diesen den Medienbruch und die Missverständnisse zwischen Verbrauchern und Unternehmen ein bisschen darstellen soll. Die Beziehung zwischen Verbrauchern und Unternehmen ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Verbraucher sind immer online und kommunizieren über digitale Kanäle. Contact Center setzen dagegen immer noch auf analoge Konzepte, Telefonhotlines und Warteschleifen. Die Folge? Überwiegend manuelle Bearbeitung und ständige Medienbrüche. Es ist an der Zeit, das zu ändern. Wechseln Sie von manuell zu ITX. Globale Top-Unternehmen setzen Lösungen von ITX ein, um schneller, präziser und günstiger auf Kundenanfragen zu reagieren. Und so funktioniert es. Unabhängig vom gewählten Kanal, Web, E-Mail oder Brief, werden Vorgänge analysiert und den richtigen Prozessen zugeordnet. Relevante Fach- und Kundendaten werden extrahiert. Der Vorgang wird mit Kundeninformationen angereichert und gleich automatisch erledigt. Oder dem passenden Mitarbeiter vorgelegt. Diese sehen die gesamte Kunden- und Vorgangshistorie und erhalten Antwortvorschläge oder Bearbeitungshinweise. Sie können situationsabhängig Upselling-Kampagnen durchführen. Auf Websites und Serviceportalen erhalten Kunden zu ihrem Problem kontextabhängige Informationen. Und ist die Frage zu komplex, wird automatisch ein Chat-Dialog mit verfügbaren Spezialisten aufgebaut. Per E-Mail, Brief, im Web, als App, vor Ort oder aus der sicheren ITX Cloud technisieren Sie Ihren digitalen Kundenservice. Wissen ist der Kern jeder Service-Automatisierung. ITX. Good to know. So, und um dieses Thema geht es tatsächlich, um das Thema Technisieren von Geschäftsprozessen. Meine These an Sie: Ohne ein lernfähiges, ohne ein wissensbasiertes System können Sie Geschäftsprozesse auf Dauer nicht automatisiert abwickeln, weil Sie wären gezwungen, Regeln zu definieren. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben oder in eine Zeit gerade hineinleben, wo Regeln einfach der gewachsenen Dynamik einer digitalen Welt nicht mehr gerecht werden. Deswegen geht es um das Verstehen von Inhalten. Erst wenn Sie wissen, worum es in einem Arbeitsschritt geht, können Sie ihn automatisieren. Es ist vergleichbar vielleicht mit dieser industriellen Revolution, die durch die Roboter gekommen ist. Wenn Sie einen erklärbaren Geschäftsvorfall haben, zum Beispiel einen Reifen an einen VW Golf in der Fabrik anbringen, ja, der ist immer gleich. Ja, also was hat die Industrie gemacht? Sie hat Roboter entwickelt, die diesen immer gleichen Geschäftsvorfall für sie abwickeln können. Und die machen das sogar präziser als Menschen und vor allem rückenschonend für die Menschen. Deswegen haben wir Roboter eingesetzt. Das Problem bei den Robotern ist aber, die tun tatsächlich nur genau das, was wir ihnen sagen. Die neue Generation von lernfähigen Systemlösungen und Algorithmen in der Verarbeitung von textbasierten Geschäftsprozessen lernt den Geschäftsprozess. Das heißt, ich führe einen Geschäftsprozess automatisiert durch, wenn ich aber mitbekomme, dass Mitarbeiter bei Ihnen auf einmal anfangen, eine andere Reaktion zu zeigen, also zum Beispiel einen neuen Beschwerdeprozess öffnen oder neue Sachverhalte und neue Prozesse beginnen zu befüllen mit eingehenden Informationen, dann lernt das System tatsächlich aus dem Verhalten der Mitarbeiter. Und man kann auch natürlich genau definieren, von welchen Mitarbeitern ich lerne. Sie wollen ja nicht, dass Aushilfen ihren Geschäftsprozess oder ihre Geschäftsprozessabwicklung erlernt, sondern Sie möchten ja natürlich von Experten lernen. Ein ganz wichtiges Thema, das hat auch mit Knowledge Management im Allgemeinen zu tun, also das Verwenden vom Expertenwissen ausgewählter Mitarbeiter für die Automatisierung von Geschäftsprozessen. Und genau das macht die ITX AG.
Wir sind als Spin-off der Universität Koblenz-Landau 1996 gegründet worden. Wir sind mittlerweile über 100 Mitarbeiter, das stimmt hier gar nicht mehr. Wir sind ein sehr, sehr stark wachsendes Unternehmen durch die Internationalisierung. Und wir sind auch ein sehr stolzes Unternehmen. Wir haben beispielsweise für einen großen, weltweit agierenden Logistikdienstleister im Jahr 2012 eine Ausschreibung in den USA gemacht, als einziges nicht-amerikanisches Anbieterunternehmen. Und wir haben gegen mehr als 20 amerikanische Anbieter aus unserem ECM, Customer Service Bereich, diese Ausschreibung mit mehr als 10% Funktionsdichte mit guter deutscher Wertarbeit gewonnen. Und da waren wir schon sehr stolz darauf, dass uns das gelungen ist. Also nicht alles Gute und nicht alles Digitale kommt aus den USA, meine Damen und Herren. Wir richten uns mit unseren Lösungen vor allem an größere Mittelständler und Großunternehmen. Herauszuheben wäre hier vielleicht die Firma Samsung, die europaweit ITX-Lösungen bei der Bearbeitung von E-Mails, beim Einsatz von Chat proaktiv auf den Webseiten. Also wenn Sie zum Beispiel auf einer Samsung-Seite nach einem sehr komplexen Sachverhalt suchen, ja, also wie Sie zum Beispiel ein Gerät A mit einem Gerät F verbinden und es sind freie Kapazitäten im Kundenservice frei, dann wird automatisch ein Chat gestartet, weil man erkennt, das ist eine sehr komplizierte Frage. Das werden Sie in der Knowledge Base nicht finden. Es ist eine individuelle Frage, also wird dafür ein Mitarbeiter verwendet. Gleichzeitig kommen Sie aber als Nutzer der Webseiten in den Genuss, dass Sie über eine freie Texteingabe tatsächlich sehr sinnvolle, suggestive Hinweise bekommen, wo Sie Informationen finden. Und das macht für mich Information Management der Zukunft aus, rundherum gebaut um uns Verbraucher, die uns verstehen. Also Vorgänge und Prozesse, die verstanden werden und wo eben einfach der wiederkehrende Geschäftsvorfall, also der Reifen, der ans Auto angebracht wird durch einen Roboter, sehr gut unterschieden wird und treffsicher unterschieden wird von dem individuellen Geschäftsvorfall. Ja. Wir machen das in so drei Schritten, kann man das eigentlich erklären. Das basiert auf Computerlinguistik und künstlicher Intelligenz. Wir haben Systeme, die verstehen ihre Texteingabe auf einer Webseite, die verstehen die Texte in Dokumenten unabhängig von der Struktur der gewählten Sprache. Das sind also auch Verfahren, die völlig unabhängig von der gewählten Sprache sind, solange sie im Standard einen romanischen Schriftsatz verwenden, also romanische europäische Sprachen. Webanfragen und natürlich auch ein großes Thema im Bereich Customer Services im Moment Social Media. Wir identifizieren die Anfragen, wir finden raus, was für ein Geschäftsprozess im Unternehmen angestoßen werden muss und ganz wichtig, wir extrahieren die Fachdaten, die wir benötigen. Wenn wir also wissen, dass Sie sich gerade aufgeregt haben und eine Beschwerde schicken, dann wissen wir genau, um diesen Beschwerdevorfall in einem nachführenden System zu verarbeiten, benötige ich genau folgende Fachdaten von Ihnen. Und diese Fachdaten werden automatisch aus der Kommunikation rausgefiltert und automatisch durch ein sogenanntes Screen-Scraping-Verfahren in das nachführende System übertragen. Also Copy und Paste, wenn Sie heute durch Ihr Unternehmen gehen und Sie sehen, dass Sie Mitarbeiter noch damit drangsalieren, dass Sie den ganzen Tag Dinge vom linken Bildschirm kopieren, um ihn in den rechten Bildschirm einzusetzen, dann glauben Sie mir, das machen Sie nicht mehr lange, weder die Mitarbeiter noch Ihr Unternehmen, weil Sie haben einfach einen eklatanten Wettbewerbsnachteil, wenn Sie so noch Daten verarbeiten heutzutage. Das alles ist bei ITX in der Dreischicht-Plattform implementiert und dort finden Sie Lösungen. Das ist der grüne Balken, den Sie oben sehen, von der Validierung und kompletten Verarbeitung von Dokumenten über das Response-Management von E-Mails, über Self-Service-Applikationen im Web, über einen proaktiven Chat, der also nur dann eingesetzt wird, wenn ich erkenne, dass ein Besucherverhalten auf den Webseiten darauf schließen lässt, dass ein komplizierter individueller Sachverhalt vorliegt. Über Knowledge Management, über ein integriertes Telefonticket bis hin zum Community Crawlen. Das bedeutet das Crawlen von Facebook, Twitter und speziellen Fachforen, um sicherzustellen, dass keine Nutzer irgendein Problem mit ihren Produkten haben und das anderen Leuten mitteilen. Das sollte natürlich mit einer sehr hohen Priorität bei Ihnen in die Bearbeitung einfließen, damit Sie reagieren können. Disaster Management darüber, wenn offensichtlich Verbraucher ein Problem bei der Nutzung ihrer Dienstleistungen oder Produkte haben. Ich möchte Ihnen gerne zwei Beispiele zeigen, was eine solche Technologie
faktisch im Moment, also sogenannte schöne Success Stories, was eine solche Technologie leistet. Das erste Beispiel ist von einer sehr bekannten Direktversicherung, die wir alle kennen, mit einem Schwerpunkt auf Kfz. Dort setzen wir eine Lösung unseres Hauses ein, die heißt Mediatrix Self Service. Es ist eigentlich Self Service ein bisschen verwirrend. Es ist eine Question and Answer Engine, also eine FAQ Engine, die in die Kommunikation der Webseite eingelassen ist. Das heißt, wenn Sie an diese Versicherung eine Nachricht schicken, während Sie die eintippen, versuchen wir schon zu erkennen, was eigentlich Ihr Begehr ist, wie hoch priorisiert der Vorgang ist und ob wir eine passende Antwort haben, um Ihnen daraufhin eine Hilfe zu bieten auf der Webseite. Das Ganze funktioniert interessanterweise aus der Erlernung eines Dialogs. Wie Sie jetzt hier oben sehen im Bereich Kundenservice, erlernen wir das Antwortverhalten auf eine E-Mail. Also Beispiel, ich schicke an eine Versicherung eine E-Mail und sage, ich habe einen Hagelschaden, ich müsste den reguliert wissen, was tue ich jetzt eigentlich, um diesen Schaden zu melden. Ja? Das ist ein eindeutiger Fingerabdruck eines Textes und wird von unserer Lösung als solche erkannt. Wird einem passenden Mitarbeiter zugewiesen, wir geben den Antwortvorschlag, der Mitarbeiter bestätigt den Antwortvorschlag. Aus dieser Frage und Antwort entsteht impliziertes Wissen. Und genau da hört heute eigentlich der ECM-Markt aus. Das Wissen wird nicht verwendet. Ja? Wir reden miteinander. Sie stellen mir eine Frage, ich gebe eine Antwort oder umgekehrt. Ja? Und das bleibt unter uns beiden. Die anderen bekommen das nicht mit. Solche Algorithmen, wie wir sie einsetzen, verwenden dieses Wissen. Ja? Wir erlernen das Antwortverhalten von Experten und versuchen beim nächsten Mal diese Antwort sofort und automatisch zu geben. Ein zweites Beispiel aus einer privaten Krankenversicherung. Dort kommt unser Response Management zum Einsatz, was sowohl für Social Media, Dokumente als auch für E-Mails verwendet werden kann. Und da möchte ich Ihnen gerne mal den Vorher-Nachher-Prozess zeigen. Es geht dort also um einen Angebotsprozess. Stellen Sie sich vor, Sie sind privat krankenversichert. Jetzt ändert sich etwas. Sie fangen das Rauchen an oder hören es auf oder ziehen um oder sind in einer anderen Risikoklasse oder was auch immer. Dann senden Sie eine E-Mail in dem Fall an die Krankenversicherung und sagen, ich möchte gerne einen neuen Tarif errechnet haben. Was wäre, wenn ich vom Tarif A in den Tarif B wechseln würde? Oder ich möchte mehr Zahnersatz oder weniger oder was auch immer. Bisher war der Verarbeitungsprozess knapp über 10 Minuten average lang. Der verlief so, erstmal war ein Mitarbeiter da und war damit beschäftigt, die E-Mail rauszulösen und zu schauen, das ist ein Angebotsprozess. Dann musste der Mitarbeiter Fachdaten ermitteln, in einem Drittsystem ein Angebot generieren, als PDF lokal abspeichern, zurück in sein E-Mail-System gehen, das E-Mail-System öffnen, eine Antwort generieren, PDF dranhängen, raussenden, prüfen. Das Ganze war ein komplett manueller Prozess und kostete, wie eben gesagt, über 10 Minuten. Mit einer ITX-Lösung machen wir heute Folgendes. Wir haben die Bearbeitung auf unter eine Minute gesenkt. Das ist zugegeben ein Extrembeispiel, also 90% Verbesserung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit und der damit verbundenen Kosten ist schon selten. Aber das war natürlich ein gefundenes Fressen, dieser durchgehend manuelle Prozess. Was heute passiert ist, die E-Mail wird geschickt, ein System der ITX erkennt, Angebotsnachfrage. Wir extrahieren und identifizieren die Fachdaten, die wir benötigen, gehen über ein Screen Scraping, also Copy-Paste an das Angebotssystem, generieren ein Angebot, überprüfen die Monatsrate, ob die stimmig ist, hängen dann das PDF an die eingehende E-Mail ran und packen erst dann einen Mitarbeiter zur Prüfung dazu. Das heißt, der Mitarbeiter prüft eigentlich nur, ob das stimmig ist. Ja, diese Dinge bringen einen sehr hohen Nutzen. Wenn Sie das interessiert, mehr über diese Cases zu erfahren, dann lade ich Sie gerne auf einen Cappuccino ein, auf dem ECM Solution Park, hier direkt um die Ecke vom Bitkom. Da erfahren Sie auch mehr über unsere Cloud-Lösungen, denn diese Technologie ist auch bezahlbar, vor allem wenn Sie einen großen Anteil von schriftbasierten Vorgängen haben, die Sie automatisieren wollen. Und ich darf Sie noch darauf hinweisen, dass es eine neue Veranstaltung gibt, die Cloud Innovations, die im Mai bzw. Ende Juni durch Hamburg, Stuttgart-Hockenheimring und München touren wird. Das ist eine Eintagesveranstaltung, die ist kostenfrei. Da erfahren Sie mehr darüber, wie Sie einzelne Lösungen aus der Cloud nutzen können, um Ihre heute noch manuellen Geschäftsprozesse automatisieren zu können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und noch einen schönen Tag.